Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und herzlich willkommen zu einem kleinen Fortnite-Video. Und, Leute, Epic hat es getan. Die haben einen kleinen Cheat-Option ins Game gebracht. Fragt mich nicht warum, aber es ist unheimlich unfair. Viele Pro-Player werden es wahrscheinlich in Zukunft benutzen, wenn das nicht bald gefixt wird. Wir schauen uns das jetzt an. Let's go. So, und bevor wir jetzt in die Settings gehen, um das anzuschauen, im Item-Shop gibt es gerade, für alle, die es noch nicht wussten, ein kostenloses Emote. Ich hole mir das einfach, weil es ja kostenlos. Ich kaufe sogar als Geschenk für welche. Haben wir das auch geklärt? Gehen wir in die Settings. Und zwar, Leute, es geht um den Rendering-Modus und zwar um den Performance-Mode. Der lässt das Game komplett Dogshit aussehen, ja. Er gibt euch doppelte FPS. Das ist schon mal gut, falls ihr einfach einen richtig Larry-Laptop, Larry-PC habt oder so. Oder wenn ihr Pro-Player seid und noch smoothere, leichtere, bessere FPS haben wollt, nutzt diesen Modus, der ist wirklich gut. Nicht vom Look, aber von der Performance her. Ja, ich würde einfach sagen, ich starte mal kurz mein Game neu, damit das applied wird. Und sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir sind back in-game und ihr seht schon am Charakter, das Ganze ist jetzt ziemlich verpixelt. Das Ganze ist der Performance-Modus. Ich zeige euch einfach mal eben, was ich meine. Leute, ich bin jetzt in einem Pub-Game, um euch die Zone zu zeigen. Ihr, oh mein Gott, was? In der Performance-Mode kann man nicht mal die Waffe erkennen, die ist 18 Meter weit weg. Ich kann die von hier aus nicht erkennen, what the frick? Naja, anyways, Gras existiert nicht. Ihr könnt zusätzlich noch andere Texturen einfach deleten im Epic Games Launcher. Das ist aber was für ein anderes Video, das zeige ich jetzt hier. Was ich machen möchte ist... In die Zone... Oh, der Weihnachtsbus ist da. Okay, nice. Ich möchte die Zone... Da sehen wir uns gleich, Leute. Das Lustige ist halt einfach, Leute... Wasser existiert im Performance Mode quasi gar nicht. Also wir sind aus der Zone raus. Life ist schön. Tralala. Man kann gut gucken. Gehen in die Zone rein. Wo ist der Unterschied jetzt? Also es ist leicht pink geworden. Mehr ist das nicht. Das ist komplett OP. Ich kann überall hingucken. Ich kann von hier aus genauso gut gucken. Wie von hier aus. Also. Es gibt einfach keinen Unterschied, weil, Leute, das ist so OP. Wenn ihr einfach im Sturm gesehen könnt, das werden so viele Pro-Player einfach benutzen für ihre Tournaments und alles. Das wird eine super OP genutzte Sache sein. Einfach innerhalb des Sturms genauso wie außerhalb des Sturms. Das ist krank. Alter. Ich hab nicht gedacht, dass es so heftig ist, als ich das rausgefunden habe. Holy shit. Also im Vergleich, wie es normalerweise bei DirectX 11 oder 12 aussieht, wenn man in der Zone ist. Und dann sieht man einfach das hier. Ja, Fug. What the hell? Overall, Leute, das ist der Cheat. Wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.